So, und hier sind wir im nächsten What If. Und zwar, wenn ihr im Raum von Zeit und Geist seid und statt auf Vegeta und die anderen wartet, einfach losgeht, um zu helfen, werdet ihr hier angelangen. Da gehen wir jetzt rein. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert. So, wir teleportieren uns da irgendwo hin. Genau. Also, Goku und seine Freunde spüren, dass sich Cell Piccolos Aufenthaltsort nähert und teleportiert ihn zu ihm. Teleportiert sich zu ihm, so. In dem Moment, in dem sie eintreffen, wird Piccolo jedoch von Cell angegriffen und tödlich verletzt. Als sie sehen, dass ihr Freund verletzt ist, sind Goku und Gohan außer sich vor Wut. Das ist der Beginn ihres Kampfes mit Cell. よく感じる。ピッコロさんはまだ生きてるんだ。ほら、時間を稼ぐ。その間に、おめえはピッコロを助けて、急いでここから離れるんだ。はっ。孫悟空だな。どうやってこの場所に現れた。お前の気は感じられなかったが。さて、どうやってだと思う？ いや、聞いたところで無意味だったな。どうせお前はすぐに死ぬことになるのだから。そいつはやってみなきゃわかんねえさ。So, ihr müsst einfach nur selber siegen. 邪魔をするな、孫悟空。こいつは俺が始末するんだ。 甘いよ。 Er ist einfach Wasser. Fuck, das ist unlucky. Ja. Genau, das war das Unluckige daran. Son Goku. Omae wo korosu ni akimashimasu. Maaaan. 17 号 kyushuu saseru wake ni wa ikanai. Tatakau tsumori ka? 16 号. Keisan de wa watashi to seru. Hobo 5 to 5 no chikara. Nani? Jetzt bin ich aber wütend hier. Taiyuken. Um der erfolgreiche Sonnenforce anzuwenden, muss auch einer in der Nähe sein. What the fuck passiert hier? Ja, genau. Bro. What? Das jetzt mal anwendet. Ich glaube, das hilft ja nicht, oder? Doch. Ja, die auch. Oh, warte mal. Oh, ich kann sogar zu C17 so wechseln. Chillig. Jo, hier. Du, Leo. Ihr könnt auch mit Goku einfach besiegen, ne? Ist, glaube ich, egal, mit wem ihr das macht. Yabuga! Goku und seine Freunde haben Cell besiegt, aber jetzt bauen sich die Cyborgs vor ihm auf. Da ihr gemeinsamer Feind erledigt ist, kehren die Cyborgs zu ihrem ursprünglichen Ziel zurück und wollen Son Goku töten. Allerdings haben die Cyborgs vor ihrem Kampf mit Cell Schaden davon getragen. その体じゃ満足に戦うこともできねえだろう。続きはまた今度にでもしねえか。なんだと？この程度の傷で 俺に勝てると思っているのか？私なら無傷だし、あんたに気を使われるいわれもないよ。おい、18号。誰かさんばっかり戦って私の出番がなかったからね。いい加減体を動かさないと鈍っちまいそうだよ。チッ、好きにしろよ。
あんたもそれでいいかい ?16 号。あ。そういうわけだ。私が相手をしてやるよ。天津飯、悪いが下がってくれるか?わかった。気をつけろよ、悟空。Okay. An dem Tag wurde Goku zum Frauenschläger. Komm her, T18. Damn! Ins Gesicht gedreht, ne? Das Gesicht wird der letzte Angriff kommen, ist egal. Jetzt. What the fuck? Das wollte ich machen. Mach das nochmal. Jesus. Ey, ich hab noch immer ein Zeichen Geduld. Na, jetzt werdet ihr aber langsam wütend hier. Okay, ich werde einfach gefickt. Stirbt her, denn! Ich bin wieder wütend! Ich wünsche, man könnte dieses Menü überspringen, bis man hier mal drücken kann. Trotz seiner Unterlegenheit verspottet es Son Goku T18 und bleibt jedoch vollkommen ruhig, was ihm einen Vorteil im Kampf verschafft. T18 erkennt, dass sie verliert und beschließt dann, den Kampf gegen Goku aufzugeben. せっかくの服が汚れたじゃないか。なんだ、もう終わりなのか。私は元からあいつらほど戦うのが好きってわけじゃないんだよ。Da ich derart unerreichbar bin, bringt mir das Kämpfen nicht besonders viel. Ich glaube, die meinten du, oder? Manchmal ist die Übersetzung ein bisschen weird. 十分休めただろう。俺たち人造人間にエネルギー切れはないじゃないか。おせっかいな姉さんだ。さっきまであった隙がね。オラと18号の戦いを見て、冷静さを取り戻したっちゅうわけか。大したやつだ、孫悟空。ベジータのやつとは大違いだな。お前にはおごりというものはないんだろう。18号との戦いでもお前は冷静だった。エネルギー切れのないあいつの焦りをつくとは面白いやつだ。よーバカがそらそらさあEy, lol. Hä? Fuck, was war das? Oh, Mist. Kannst du nochmal machen? Ich will es nochmal machen. Also, nochmal sehen. Komm schon, lad dich auf. Lädt dich nicht auf. Dann gibt's halt absolut auf die Schnauze von mir. Noch ein hier und ein Tonic jetzt Kamehame. Nimm das, Junge! Ah.
will noch so ein Meteorkracher ins Gesicht donnern. Meteorkracher! Hier geblieben! Ah, im Rücken! Ich glaube, das hittet nicht. Ich glaube, er weicht aus. Aber es wäre sick, wenn es hittet. Unlucky. Jo, wo willst du hin? Grab! Stirb! Geil! Einfach weggegrabt, den Kollegen. Als er erkennt, dass er Sengoku nicht besiegen kann, senkt der Sitz in seiner Deckung. Er wirkt seltsam zufrieden. Der 17, der nach Sengoku gesucht hat, als ob es ein Spiel wäre, hatte genug Spaß an diesem Kampf. Das sind C17 Worte an C16 und C18. C16 starrt Goku weiterhin mürrisch an. Oi, doshita? Sassa to. Wa. Doshitan da yo 16-go? Nani o sonna ni honki ni natte iru nda yo? 俺にとってはこれが唯一の使命だ。孫悟空を抹殺する。お前。俺の目的は孫悟空。あくまでお前だけだ。他の者まで殺すつもりはない。やるしかねえんか。Oh shit! What the? Dieses Minispiel verstehe ich immer noch nicht. Wie er hinter den Boden geklatscht ist. Everybody, please! Share some energy with me! Hey, wo ist er? Da unten. Please, everybody, share your energy with me! Das wird eine richtig große Genki-Dama, dafür werde ich sorgen. Du wirst eine richtig bittere Pille, Genki-Dama. What the fuck? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Er hat sich einfach geopfert. Und hat mich einfach damit dezimiert. Jesus Christ, okay, man lernt immer was Neues. Kaioken Boost! Komm her, du dreckiger Roboter! Ich sagte, ich will Energie. Ich kick. Nein!
駄だ。Everybody, please lend me some energy. Ist das ein Teleportationssturm hier? Limiter. Damn, es hittet trotzdem. Okay. Okay, I see. Okay, ich kann mir leider keine große Genki-Dame aufbauen. Er macht irgendwann Trigger das automatisch und dann hittet das auch. Okay, verstehe. Nein, ich brauche keinen Schwierigkeitsgrad denken. Okay, dann muss ich einfach so lange auf jeden den einfach schneller bedienen. Okay, gut, dann wisst ihr das auch. Ich dachte, ihr könnt jetzt ein bisschen Spaß haben. Aber wenn das so ist, dann hau ich mir die Scheiße auch so um die Ohren. Das soll mir doch egal sein. Mann. Ja, ja, es reicht. Das hast du richtig gesagt. Gib mir auch Energie, bitte, Genki-Dama! Was ist das? Cyborg! Noch eine Genki-Dama für dich, mein Freund. Ich wünsche dir was damit. Nimm sie mit nach Hause. Für dich. So, damit wird er auch besiegt. Easy peasy lemon squeezy. もうやめろ16号。お前自爆するつもりなんじゃないのか？ん？まさか、あんたも爆破装置がついてるのかい？これが俺の使命だ。孫悟空を殺すことが俺に課せられた。じゃあなぜすぐしないんだ？その威力なら。この島ごと消えるはずだろ。やめようぜ。今のおめえじゃオーラに勝てねえ。それにおめえ悪いやつじゃねえみてえだしな。おめえから出てる殺気は本物だけんだよ。だったらセルと戦ってた時にオラ狙えばいいがったはずだ。それでも仲間を守るんを優先したっちゅうことは。確かにこの島の近くにも動物たちが住んでいる。これ以上戦ってこの島や自然を壊したくはない。孫悟空、お前はいずれこの俺が倒す。お前たちはいいやつだった。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。これからもできるだろう。さっさと新しい服でも買いに行くよ。こんな汚い格好してらんないよ。どうやら決着はついたみたいだな。あ、悟空、セルは、人造人間は、18号は、もしかして倒しちまったのか。
た来るってよ。え？え？しかし。セルを倒し、人造人間が立ち去ったことで、ひとまず地球に平和が戻ってくるのだった。彼らはまた悟空の前に現れるかもしれない。しかし、脅威があろうがなかろうが、これからも悟空は強さを求めて突き進んでいくのだろう。Ich glaube, das war Decke eine Sonnenfaust ein. Oh. Guck mal, hier ist noch ein. Aha, hier ist ein Pfad, den habe ich noch nicht gefunden. Interessant. Wie macht man das? Stecke einen Sonnenfaust ein. Wait a minute, ich guck mal, wie man das findet. Ansonsten müsste es das gewesen sein bei Cell. Das war dann ansonsten Cell. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht kommt noch was dran, wenn ich sehe, ob wie das geht. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Kuss, kuss, kuss alle und wir sehen uns im nächsten Arc. Spätestens haut rein. Tschüss. ありゃ！ほら！チャー！悟空、俺もお前と一緒に戦うぞ。サンキュー、変身班。あ、俺、ゾンファウス、ロース、ジュンウェイ。フェルジェイマス、パシエット。チャー！ほら！マヌキネ。ソリュー！Lass einen Sonnenfaust reinhauen, du Pfeife。ソネ、悟空。お前を殺すのは後回しだ。17号を吸収させるわけにはいかない。戦うつもりか ?16 号。計算では私とセルほぼ五分と五分の力。何？え、あら？うりゃ、は、こか！Hau meine Sonnenfaust raus! Jetzt! どこ行った？出てきやがれ！あは！後ろだ！セルが！そろそろ吸収させてもらおうか。Oh shit! やるか。Aha, da passiert was anderes. Okay, okay, okay. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Damit offiziell herzlich willkommen zurück. Ihr seht, ich hänge das noch in der Folge dran. Das passiert also, wenn er die Sonnenfaust macht im Kampf und wir davon getroffen werden. Kurz darauf absorbiert er sich 17 und kommt auf diese Weise seine perfekte Form mit Schritten näher. Ah, dann nimmt er C 18. Kurz darauf absorbiert er auch C 18 und erreicht seine perfekte Form. Danach erklärt er die Spiele für eröffnet. Okay, verstehe. Okay, Goku sticht sein Training ab. Okay, es ist einfach nur dasselbe in grün. Ich weiß nicht, ist da schon das nächste What-If-Gedöns? Ja, ist es. Ja, okay, okay, dann kann ich direkt hier bleiben. Sorry, ich dachte, da kommt keins mehr. Okay. Aber ich kann es euch einfach so zeigen. Oder? Nee, mach mal, komm, mach mal mit Kampf, mach mal mit Kampf, mach mal mit Kampf. Also, das selbe nochmal hier. Er erreicht eine perfekte Form, das kennen wir ja. Und wir müssen Cell schnell genug besiegen, also wir müssen ihn besiegen. Wahrscheinlich klappt es wieder nicht, ist ja schon. Danke. Auf mich anzugreifen. Jo. Okay, fliegen. Mit...
bisschen, immer ein bisschen Ulti-Spam hier bei ihm. Was passiert hier? So. Kamehameha! Es sieht so beautiful aus. Oh, schön boosten. So, Ruhe hier. Eine perfekte Form nützt dir nichts. Easy. Goku schafft es, Cells perfekte Form zu besiegen. Nach der Feier mit seinen Freunden macht er sich auf den Heimweg. Das wäre, wie es gelaufen wäre, wenn Goku einfach Cell sofort besiegt hätte. Das ist Vegeta und das sind hier schon, das ist schon Majin Buu, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Arc. Offiziell jetzt bei Majin Buu. Haut rein. Bis gleich. Bis morgen, meine ich natürlich. Tschüss.